Willkommen zurück zu einer weiteren Episode Minecraft. Und es kann sein, dass ich meine Stimme für euch jetzt gewissermaßen völlig neu anhört. Mein Kopfhörer hat mal wieder seinen Wackelkontakt, das finde ich gut. Also natürlich nicht, aber naja, völlig neu anhören im Sinne von Dingen, die passiert sind. Oh, ich habe ein Inventar geöffnet. Juhu. Ernsthaft, unsere gesamten Achievements sind weg. Achievements. Wow. Statistics. Wow. Das ist alles neu. Super Leistung. Ja. Willkommen zurück. Es hat sich einiges geändert. Ich habe ein Gamescom-T-Shirt an. Ich war in Köln und auch in Bonn. Ich habe auf der Gamescom ein paar Leute getroffen. Unter anderem den Klabautermann. Und dann, was war noch eigentlich? Auf der Gamescom. Ja, auf der Gamescom war ziemlich cool. Ich habe einiges mitgenommen. Ich habe auch versucht, ein lustiges Video zu machen, aber das hat sich jetzt im Nachhinein nicht so wirklich als so sonderlich lustig herausgestellt. Deswegen habe ich das dann erstmal wieder gelassen. Und wir haben das jetzt hier alles mal sehr provisorisch hier schnell in die Kiste rein, damit wir es los sind. Ja. Wie soll ich sagen? Ich habe ein paar Spiele auch angespielt, allerdings nicht das, was man jetzt standardmäßig erwarten würde, wie die neuesten AAA-Titel oder so, sondern ich habe mich meistens in der Indie-Arena aufgehalten, denn ganz ehrlich, was war denn groß da? Final Fantasy. Oh mein Gott, ein Amboss! Was für eine Überraschung. Was dann da Final Fantasy war sehr viele Bühnen. Also ich habe mir ehrlich gesagt schon so ein bisschen anders vorgestellt. Warte mal, was? Ah doch, das ist noch so verpackt. Ich habe es mir schon ein wenig anders vorgestellt, als es letztendlich war. Aber ja, was heißt aber? Es war halt einfach völlig anders als erwartet. So. Erstmal Punkt. Das haben wir hier einen Amboss. Das ist nicht toll, wir haben einen Amboss. Und jetzt, wo wir den Amboss haben, können wir auch unsere Spitzhacken, für die wir schon unsere Diamanten weggeschmissen haben, weil wir sie verloren haben, sinnvollerweise, juhu, auch endlich benutzen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Kohle. Und dann bauen wir mal die ganzen Erze ab, die wir da haben. Deswegen ist auch mein Inventar leer. Ja, Final Fantasy, was mich halt ehrlich gesagt nicht so krass interessiert, war sehr stark vertreten. Auf sehr, sehr, sehr vielen Bühnen. Also, allein diese ganzen Bühnen waren schon so ein bisschen so, wow. Das ist so etwas, das ich in der Form echt nicht erwartet hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber na gut. Man lernt ja nie aus, ne? Also das war sehr speziell. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so ist. Ja, und dann diese immensen Anstellwarteschlangen für die neuen Nintendo-Titel zum Beispiel. Mit ja teilweise 3 Stunden Wartezeit am Samstag. Viel. Sag ich mal. Aber naja, gut, was willst du machen, ne? Sind halt Leute, die das spielen wollen. Und hallo Katze! Das muss man halt, ja, akzeptieren ist jetzt das falsche Wort. Ich meine, du bist ja auch da, um irgendwas zu tun an der Gamescom. Aber es war schon, krass, sag ich mal. Was zaubern wir denn? Ich bin fast für beschwert. Immerhin Looting 2. Allerdings gut gegen Spinnen. Unglaublich sinnvoll. Looting 2 ist schon mal nicht schlecht als Verzauberung.
schicken wir mehr Drops raus. Und wir machen Spinnen sehr viele Schaden. Das ist auch nicht schlecht. So. Naja, also was war dann sonst noch so? Hoppla. Ja, was auch interessant war, war die Fan-Treffen, die teilweise da waren. Wir haben uns mit unter anderem auch Cupcookie und Josh getroffen. Und die haben irgendwie ein besonderes Talent, dass immer wo sie sind, ist die Action. Da waren auch gleich noch ein Fan-Treffen. Also Autogrammtreffen von Dalukat und seiner Truppe und Kapuzenmann war auch noch. Also war ordentlich was los. Und was war noch? Ja, genau. Das Fan-Treffen von Klängern war ja auch noch da und da war, ach du meine Güte, das war sehr viel los. Also ich habe mich nicht angestellt, sondern nur eine gute Freundin von mir. Und bei der hat der Security-Mann das Foto nicht gemacht. Er hat auf den Home-Button gedrückt, um zu fotografieren. Super. Naja, gut. Sie haben trotzdem noch ein Foto gekriegt, weil zwei Handys fotografieren mehr als eins, sage ich nur. Ja, dann, was war noch? Ja, Spiele. Was ich interessant fand, ist, dass mehrere Spiele irgendwie schon zum zweiten Mal da waren. Auch krass ist, dass sich die Leute teilweise zwei Stunden für das neueste Formel 1 anstellen, obwohl das im Prinzip nicht so großartig anders ist als das Vorgänger. Ich meine, ich habe es mir jetzt auch gekauft, weil dazu noch was kommen wird, aber ich denke mir halt nur so, warum soll man das da anspielen? Und wenn man ein Fan der Reihe ist, wird man sich wahrscheinlich sowieso kaufen. Und ja, also, da verstehe ich den Sinn nicht so ganz. Oder auch bei Battlefield 1, ich meine, das ist ja schon über ein. Ach so. Hi. Battlefield 1 ist jetzt auch schon Ewigkeit draußen. Aber war nochmal vorgestellt. Ich meine, ja gut. Ich muss es ja nicht verstehen, ne? Kann ich jetzt endlich hoch? Danke. Und solche Dinge habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Und der Höllenlärm, also das war echt ziemlich laut da. Aber was ziemlich cool war, war die Indie-Arena. Also das war wirklich genial. Ich habe da jetzt seit von wie vielen Spielen waren das? Von 4 Spielen habe ich schon mal eine. Ja. Werden hier auf diesem Kanal kommen, sagen wir es mal so. Ich sag jetzt noch nicht welche. Aber es kommen jedenfalls noch 4 Spiele. 4 Let's Plays zu spielen. Dann. Was kommt noch? Spannung, die nicht vorhanden ist. Ja, Kontakte gekriegt habe ich jetzt weniger. Da war ein anderer, ist aber sehr gut dabei. Und ja, der Sie habe ich auch ein bisschen angespielt. Allerdings, ja, nach einer Viertelstunde. Das Ding ist halt, wenn du dich in den Spielen nicht schon irgendwie vorher ausgekannt hast, war zumindest mein Eindruck, zumindest jetzt bin ich. Danke, da hat sich ein Explorer-Fenster einfach mal schnell in den Vordergrund gedrückt. War zumindest mein Eindruck. In der kurzen Zeit, wo du da spielen kannst, kriegst du als jemand, der davon noch keine Ahnung hat, nicht sehr viel vom Spiel selber mit. Und das ist etwas, was mich da eigentlich schon so ein bisschen, ja, was ich etwas schade fand, aber andererseits muss man natürlich auch dazu sagen, die haben schon gewisserweise ein Verständnis, denn wenn du es noch länger machst, dann
kommt gar keiner mehr zum Spielen. Und das will ja letztendlich auch keiner. Dass man nicht mehr irgendwas kommt. Und da finde ich das dann eigentlich schon eine einigermaßen gute Zwischenlösung, aber jetzt, ich kann jetzt mit Daisy überhaupt nichts anfangen, zum Beispiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber war witzig. Ich hatte zum Glück einen Labautermann neben mir, der mir das erklärt hat, einigermaßen. Aber ja, ich habe keine Ahnung von irgendwas. Ich denke, vielleicht komme ich nächstes Jahr wieder. Weiß ich aber noch nicht so genau. Also es war schon ziemlich cool eigentlich. Aber ja, ich war etwas überfordert mit der Gesamtsituation, glaube ich. Und wenn ich wieder da bin, oder wenn ich es nochmal auf mich nehme, dann muss ich das irgendwie anders machen. Und eventuell mit etwas mehr Plan machen. Und da vielleicht etwas vorbereiteter hingehen. Mit Visitenkarten und so weiter. Aber andererseits, was soll ich denn? Womit soll ich denn werben auf meinem Kanal? Ein Minecraft-Let's Play, wuhu. Naja, gut. Aber es war im Allgemeinen schon ziemlich witzig. Ja, wir haben unsere Diamanten, die wir rausbekommen haben, gut verdoppelt. Das ist gut verdoppelt, wir haben sie sogar mehr als verdoppelt. Boah, wie viel? Das ist schon echt gut. Ich muss sagen, damit kann ich leben. Heilige Makrele. So. Und jetzt kommt. Ach ja, je. Ja. Das ist jetzt etwas, wo ich sagen muss, jetzt könnte es lustig werden. Ich hoffe mal, ich krieg alles mit. Redstone wird basic. So. Mal so, dass unten so ein Stack steht. Ich meine, irgendwie sind die Texturen immer noch nicht gefixt. Kann sich nur noch aber um nicht so lange Zeit handeln. Hoffe ich inständig. Ganz ehrlich, das ist doch keine Präsentation so. Sieht doch doof aus. Vor allem eine Redstone, aber ja gut, so viel Redstone aus sieht man jetzt in der Oberfläche meist nicht. Aber es mich auch nervt, sind die Graspartikel. Und ich weiß immer noch nicht, wie man das fixen kann. Ich habe einfach keine Ahnung. Normalerweise müsste es eigentlich ja funktionieren. Tut es aber nicht und das nervt. Na ja, gut. Der MC Patcher funktioniert leider immer noch nicht. Ich baue das jetzt erstmal ab. Oh, warte mal. Hilfe. Haus bitte. Hab wieder 30 Level. Muss verzaubern. Ah. Was verzaubern wir denn jetzt? Wir haben so viele Level, das ist so ungewohnt. Wir könnten noch ein Schwert machen. Machen wir uns jetzt einfach mal über die Zeit richtige Ausrüstung, wo man sagen kann, damit muss ich arbeiten, nicht mehr Spitzhacken. Haben wir jetzt ein paar. Aber Äxte, Schwerter und eine Rüstung.